Hallo, schwirrt dir manchmal sehr viel im Kopf herum und du hast das Gefühl, das gehört einfach besser geordnet? Vor allem und gerade dann, wenn du es mit anderen diskutieren willst oder vielleicht sogar vortragen musst. Dann ist Visual Thinking vielleicht genau das Richtige für dich. Visual Thinking hilft dir, viel mehr in Bildern denken zu können und diese Bilder dann auch für dich selbst oder für andere auf Papier zu bannen. Und das hilft dir immer dann, wenn du Ist-Situationen analysieren willst, wenn du neue Ideen hast und die einfach noch besser darstellen möchtest für dich oder für andere und auch immer dann, wenn du Probleme lösen willst. Diese Methoden sind ganz leicht erlernbar und die kannst du brauchen sowohl zur Selbstreflexion als auch in der Kommunikation mit anderen. Welche Methoden und welche Tools du verwenden kannst, zeige ich dir in einem kurzen Einführungswebinar zu diesem Thema. Wenn du dabei sein willst, dann melde dich jetzt gleich für das kostenlose Webinar an. Such dir das passende Datum und die Uhrzeit aus und schon hast du deinen Webinarplatz fix reserviert. Ich freue mich auf dich.